Zwei Dinge machen nur die größten Trottel. Steine auf Hornissennester werfen und Hexern drohen. Neugieriger Hurensohn! Auf ihn! Eieiei, eieiei, die sind viel zu stark für uns. Scheiße, scheiße, scheiße. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3. Und ich will mal kurz mal dieses Bildchen hier angucken. Das ist offenbar Rittersporn, würde ich sagen, der sich da mit einer Trophäe brüstet, die Geralt erlegt hat. Gut, Soltan treffen. Ich muss kurz. Ich muss jetzt kurz mal gucken. Fechtunterricht. Begib dich morgen zur Residenz. Morgen wäre ja theoretisch heute. Würde ich jetzt schon ausgehen. So am Tage. Und wir wollen das verkaufen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Händler. Aber jetzt haben wir es natürlich mitten in der Nacht. Deswegen meditieren wir mal eine Runde. Meditieren. Und zwar bis, sagen wir mal, 8 Uhr. Was soll ich denn jetzt machen? Gute Frage. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ich möchte auch noch zum Friseur, denn die Frisur geht gar nicht. Wo war denn der Barbier, wenn ich mal fragen darf? Wie konnte man zoomen? Weiter rein geht nicht. Ist das der Barbier? Nee, ist Taverne. Wie sieht denn jetzt das Barbier-Symbol aus? Scheimonig. Wo war der denn, verdammt? Das ist ein Händler? Oder hat der, oder wird das vielleicht nur angezeigt, wenn die auch aktiv sind? Ich sehe es nicht, das Symbol. Also gehen wir erstmal hier drüben zu dem Händler. Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Ihr Schwätz. War das ein Hinweis oder liegt das einfach daran, dass ständig die Leute hier verbrannt werden? Klingt sehr ungesund. Okay, es war offenbar ein Hinweis. Er hat da etwas wahrgenommen und wir gehen der Sache mal nach. Schwertwunde. Nicht tief, aber sie hat seine Arterie durchtrennt. Was hältst du da? Einen Schlüssel. Interessant. Haben wir den Schlüssel hingenommen? Er ist gerannt, bis er verblutet ist. Und den Schlüssel haben wir genommen? Vernon Roche hat die Schwarzen schon heimgesucht. Sie haben sich klare Spur, schwere Blutung. Ich will es nicht hören. Okay, also muss ja irgendwo ein Kampf stattgefunden haben oder so. Deswegen folgen wir der Spur. Wo hat denn jetzt den Mistelzweig hergenommen? Verstehe ich nicht. Hey, Kumpel, hat dich jemand eingeladen? Nein, ich bin einer Spur gefolgt, aus menschlichem Blut. Dann hast du unseren Freund Derek gefunden. Tja. Du musst ein gutes Auge haben. Nach dem kleinen Zerwürfnis habe ich ihn den halben Tag gesucht. Aber es ist nur ein Spaziergang dabei rausgekommen. Und in Hundescheiße bin ich auch noch getreten. Mit meinen besten Schuhen. Schlangenleder. Sieh nur. Was quatschst du denn? Hacker war doch deutlich. Wenn jemand unseren Unterschlupf findet, Messer in die Rippen, ab in den Graben. Denk nach, Grun.
Benutz ein einziges Mal deine verdammte Birne. Wenn der Hexer die Leiche gefunden hat, hat er auch den Schlüssel gefunden. Ohne Schlüssel kriegen wir den Kasten nicht auf. Dann kriegt Hacker nicht, was er bestellt hat. Dann wird Hacker wütend. Willst du das? Ich glaube kaum. Also, Ohren auf, Kollege. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du uns den Schlüssel, ich zahle für den Aufwand und alle sind glücklich. Oder du machst Ärger. Dann tun wir, was Grun will und stecken dir ein Messer zwischen die Rippen. Ja, das ist jetzt, also ich bin ja so von Natur aus neugierig und wüsste gern, worum es geht. Leider können wir nicht nachfragen. Wir können ihm jetzt den Schlüssel geben oder aber sagen, ich mag es nicht, wenn man mir droht. Und, was machen wir jetzt? Gute Frage. Eigentlich halten wir uns ja gern aus allem Ärger raus. Aber ich bin so neugierig. Zwei Dinge machen nur die größten Trottel. Steine auf Hornissennester werfen und Hexern drohen. Neugieriger Hurensohn! Auf ihn! Eieiei, die sind viel zu stark für uns. Scheiße. Stufe 20 sind die, aber die greifen gar nicht an, die Vögel. Warum weiß ich nicht. Ist scheiße, es läuft gerade nicht so gut. Wir rennen mal hier hoch. In der Hoffnung, die kommen nicht hinterher. Finde ich interessant. Gerald, was machst du da für eine Scheiße? Ich glaube, das überleben wir nicht. Das war äußerst unschlau. Hier ist übrigens die Kiste, wahrscheinlich, von der hier geredet wurde. ja. Was probieren wir denn mal? Probieren wir mal... pass mal auf. Hallo Freunde. Ich wollte da nochmal so eine Kartätsche werfen hier. Ja, ist ein bisschen schlecht, da hinzuwerfen. Vielleicht können wir ein bisschen mit Igni rumfuchteln. Und zwar jetzt. Hat gar nichts gebracht. Aber die machen sich auch keine Mühe, hier mal hochzukommen. Finde ich sehr interessant. Probieren wir es mal so. Wir könnten ja auch mal... wir haben... Bei Axi haben wir noch nicht... Können wir eben leveln? Probieren wir mal, ob wir eben Punkte zuweisen können. Wir könnten ja mal bei Axi... Wie war das nochmal? Zeichen. Axi. Marionette, genau. Okay, können wir nicht, weil wir im Kampf sind. Dann hätten wir versuchen können, die... Oh, jetzt kommt der hoch. Ja, komm her. Okay, das hat nichts gebracht. Und scheiße, sag ich nur. Fuck.
Das ist, die sind aber hart drauf, die Typen. Ein Hammer. Ein Hammer. Aber der da hat noch, der ist noch ein paar besser Gesundheit hier. Oh, oh, oh. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. Auch den haben wir. Wir müssen auf jeden Fall gleich eine Runde meditieren. Der kommt auch hoch. Ich gehe davon aus, dass wir das hier schaffen werden. Oh, der war ein bisschen schneller. Jetzt sehe ich nichts mehr. Geralt, beweg dich. Okay, der letzte wird jetzt ein bisschen heikler, habe ich das Gefühl. Keine Schwalbe mehr. Jetzt haben wir irgendeinen Trank genommen. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht noch ein Hühnerbrötchen hinterher. Die Honigwaben möchte ich nicht essen. Die wollte ich verkaufen eigentlich. Man kommt ja nicht wieder runter, der Arsch. Ja, es findet sich immer ein Weg. Ja, das wäre jetzt fast noch ins Auge gegangen auf den letzten Drücker hier. Komm, eine Honigwabe müssen wir uns gönnen. Jetzt können wir keinen Fehler mehr machen. Und wir haben sie. Ja. Finde die Schatztruhe. Ich hatte die Quest gar nicht ausgewählt gehabt. Das hat natürlich Ziegenhaut, Leder, Rubin ziemlich an unseren Ressourcen jetzt genagt. Gegrühtes Hühnerbein und Mahakama Stahlschwert Schema. Und ich nehme an, dass das die Kiste ist. Und da finden wir 50 Kronen, Wächterstiefel und 200 Floren. Wir brauchen dringend eine Bank. Ja, jetzt plündern wir hier noch den Rest hier. Ja, so sollte die Folge eigentlich gar nicht laufen. Hab eigentlich einen ganz anderen Plan gehabt. Aber ja, manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Können eigentlich mal die Waffe wegtun. Und dann werden wir gleich mal eine Runde meditieren, denke ich. Und uns wieder fit machen. Stahlbarren, da ist noch was. Das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Finde ich gut. Und wir meditieren. Und werden hier mal ein bisschen was skillen. Und zwar Zeichen würde ich gern machen. Und zwar das Axi-Zeichen. Wie viele Punkte haben wir denn? Verfügbare Punkte 3. Wir könnten auch das Quenzzeichen, aktiver Schild. Das Quenzzeichen können wir auch nochmal hier. Ach, hier haben wir ja Täuschung. Haben wir auch noch erst einen Punkt vergeben. Also ich mag das Zeichen ja sehr. Was habe ich jetzt gemacht?
Ja, das war jetzt nicht der Plan, aber ist egal. Ich wollte alle Punkte da reinsetzen und einen hier. Enttäuschung. So, da haben wir explodierender Schild. Da haben wir Täuschung und das Igni-Zeichen. Wir können da auch schon einen reinsetzen und dann packen wir da mal den rein. Wobei, was brauchen wir am allerwenigsten? Am allerwenigsten gut. Weil hier haben wir jetzt nur einen Punkt vergeben, hier haben wir drei. Das heißt, das wäre generell stärker. Ups. Also setzen wir den dahin und den dahin. Finde ich eine gute Idee. So. Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte, denn jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht finden wir jetzt den Barbier. Alter, wo war der denn? Was ist da los? Ah, ja, besonders Skellige. Ja, das ist mal wieder ausgewählt. Aber hier war doch irgendwo dieser blöde Barbier. Das ist eine individuelle Markierung. Wo habe ich die hingepackt? Auf dem Händler. Da waren wir jetzt noch gar nicht beim Händler. Ich verstehe das gerade nicht so ganz, dass der Barbier nicht da ist, dass ich den nicht sehe. Warte mal, hier, lass mal gucken. Filter. Wie sieht denn der aus, der Barbier? So, Alchemie, Kriegsbeute, Lager, Ort der Macht, Monsterlager, Verlies, bewachter Schatz, Personen in Not. Oder ist das einfach nur ein Händlerzeichen, der Barbier? Das kann natürlich sein, aber ich meine, der hat doch ein extra Zeichen gehabt, oder? Scheiße. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Bei mir, echt, mir geht diese Frisur auf den Geist. Hier, ich weiß, hier in Ochsenfort ist auch einer. Aber auch der wird nicht angezeigt. Ja, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Das heißt, dann machen wir erstmal was anderes jetzt hier. Quest, wir wählen jetzt mal hier die Nebenquest. Freiwilliger Fechtunterricht, so. Dann wir das mal geballert kriegen und Karte geguckt. Wo müssen wir hin? Da? Ne, ist die individuelle Markierung. Ich habe doch die Quest ausgewählt. Weltkarte. Novigrad Fechtunterricht. Die Quest ist ausgewählt. Aber ich kann nicht zur Quest wechseln. Vielleicht ist es zu früh. Kann auch sein. Vielleicht müssen wir noch einen Tag länger warten. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Händler. Zu dem da. Und werden als nächstes die Quest mit Soltan weiterverfolgen. Dann müsste jetzt irgendwo dieser Händler sein. Hoffe ich mal. Das ist ein Kräuterhändler. Oh, so ein Pech. Aber zum Kräuterhändler wollen wir nicht. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gambler. So, Händler. Jetzt ist die Frage wieder. Wie kommen wir rein? Klopfen. Aufmachen. Ich glaube, hier sind wir bei dem... Vielleicht ist ja hier auch ein Händler, ich weiß es nicht. Ist ein Händler? Kaufmann, sehr schön. Hm? Zeig mal dein Angebot. Was hast du anzubieten? So, und jetzt verkloppen wir hier den ganzen Mist hier. Aber nicht die Wächterstiefel. Ach, der hat nur 116 Tacken. Ach, wie scheiße ist das denn?
Ja, da können wir jetzt voll was verkaufen bei dem. Super gemacht hier. Ja, das war's. Jetzt ist er pleite, der Vogel. Hat er irgendwas, was wir brauchen? Ich glaube nicht. Bis dann. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn die keine Kohle haben, ne? Aber hier wollten wir gar nicht hin. Jetzt haben wir es 11.23 Uhr und es sieht aus wie nachts. Gut, wir meditieren jetzt nochmal ein wenig, beziehungsweise erstmal gucken wir nochmal Inventar und rüsten hier unsere neuesten, was waren das? Stiefel waren das, ne? Die hier, die Wächterstiefel, die sind doch nice. Haben jetzt zwar nichts, keine Dingens da drin, aber uns geht es ja auch darum, geschützt zu sein. Nein, hat gemeint, ich hätte... So, jetzt meditieren wir. Und zwar mal, sag ich mal, bis 16 Uhr. Sorry, Leute, wegen des abrupten Endes. Aber ich habe mit dieser Aufnahme mal wieder an der 40-Minuten-Marke gekratzt. Und ich wollte ja gar nicht mehr so lange Folgen machen. Und außerdem gehen die Themen in der ursprünglichen Folge doch stark auseinander. Weshalb es Sinn macht, dass ich hier halt diesen Cut mache. Ich würde aber trotzdem gern eure Meinung dazu hören. Lieber längere Folgen, lieber kürzere Folgen. Wäre schon interessant zu wissen, wie ihr das so seht. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.